Guten Morgen. Hau jetzt aus meiner Schutzhütte ab. Bin noch auf dem GR7 in Spanien. Ziel für heute: nächsten Ort erreichen. Das sind laut Karte 6,5 Stunden bis dahin. Ich brauche immer länger. Darum spute ich mich ein bisschen, denn aufgrund der Orkanböen der angekündigten würde ich es bevorzugen, nicht unter meinem Tarp zu schlafen. Und wenn er ein Ort ist, kriege ich vielleicht irgendeine Unterkunft. Das weiß ich aber noch nicht. Jetzt machen wir ein bisschen grünen Tunnel. Dann Berg hoch, Berg runter. Heute steht ein bisschen was an, was Höhenmeter angeht. Und wenn ich dann in der Stadt bin, dann habe ich im Grunde das Gebirge hinter mir gelassen. Oh je. Da muss ich jetzt nichts zu machen. Aber geht ja, oder? Ich habe gerade unterwegs so ein paar SMS verschickt. Bisher eher negative Rückmeldungen bezüglich einer Herberge bekommen. Wenn ich irgendwie absehen kann, wie lange ich brauche, muss ich mal ein Päuschen machen und mal nochmal selber ein bisschen recherchieren. Mal gucken. Ja, ein Blick ins Tal. Ah, hier sind wir jetzt. Ui. Hier geht's aber runter. Okay. Das kann ich machen. Easy peasy. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16 Adler kreisen da unten. Jetzt sind ein paar Stunden vergangen. Eine richtig schöne Bergetappe gehabt. Bin gerade über so eine kleine Obstplantage gelaufen. Am Ende derer kam diese Straße. Es geht hier stetig bergab. Ich werde das Gebirge hinter mir lassen. Das Naturschutzgebiet schon bald. Nicht allzu langer Zeit wird hier ein Kloster auftauchen. Vielleicht auch nur eine Kirche, aber ich glaube ein Kloster. Mit einer Sitzgelegenheit. Da werde ich mich mal niederlassen und das Tagesziel ausbaldowern.
Und nochmal den Wetterbericht checken. Vielleicht habe ich ja Glück. Der Sturm ist abgesackt. Das wäre auch ganz gut. Also selbst wenn der Sturm abgesagt ist und ich kriege eine Unterkunft im nächsten Ort, würde ich die nehmen. Dann könnte ich nämlich auch mal duschen. Das wäre für alle Menschen, die ich treffe, eine große Freude. Jetzt muss ich hier in Serpentin seit einer Ewigkeit diesen Berg runter. Bringt mir auf zwei Gedanken. Zum einen habe ich gerade laut gestöhnt und mich gefragt, was das für ein langweiliges Gelatsche ist. Zum anderen bin ich sehr froh, dass ich das nicht hoch muss. Ja, so geht's hier. Trapp, 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 trapp. Oh, jetzt wurde geschossen. Jetzt wurde geschossen. So, ich sitze hier in meiner Wallfahrtskirche, inklusive heiliger Quelle. Orkanartige Böen für heute Nacht. So ein bisschen die Frage, wo ich unterkomme. Es gibt irgendwie ein Hotel, die wollen einen mindestens für zwei Tage unterbringen. Vielleicht rufe ich da mal an. Außerdem fängt es an zu pissen. Oh je, jetzt kommt der Regen. Okay, ich mache mal weiter Pläne. Ich muss irgendwo unterkommen. Vielleicht muss ich mich auch erstmal irgendwo unterstellen. Sonst ist schön hier. Ausblick, Berge, Bänke. Da unten sind ein paar Autos. Irgendwie ist hier eine Jagd heute. Da kommt der nächste Jagdhund. Komm mal, auf so ein orangenes Halsband. Da kommt gleich einer hinterher mit einer orangenen Jacke. Kann man sich fast sicher sein. Ich habe jetzt noch eine Stunde bis in Ort. Nee, länger. Anderthalb. Und unterkunftsmäßig sieht es da gar nicht mal so gut aus. Ich laufe da jetzt hin und klopfe da an die Türen. Darum, der Wind kommt auch. Ziehe ich mir jetzt eine Regenjacke über und äumel mal da runter. Für die nächsten anderthalb Stunden. Dann sehen wir weiter. Bist du immer noch da? Was machst du denn hier? Du läufst mir jetzt hier seit einer Stunde hinterher, oder was? Du hast doch zu tun. Was glaubst du, dass du jetzt hier ein Wildschwein findest? 250 Meter. Da ist eine Bar. Die ist ja auch gut, oder? Eine Bar ist gut. Donut. Ah, ich komme gleich. Ich komme gleich. So, was ist das hier? Hola. Okay, das war nix. Genau, eins weiter. Ah ja, da ist Wasser. Hier ist so eine Unterkunft, aber das ist gerade keiner. Tür ist zu. Ans Telefon geht auch keiner. Da ist jetzt auch Mittag hier. Ah, ich gehe jetzt nochmal da hoch. Da war so ein Café, so eine Bar. Da hole ich mir jetzt was zu trinken. Und sitze da mal eine Stunde ab und dann probiere ich es hier nochmal. Das wäre ganz gut. Hier wäre ganz gut. Die Jagd war offenbar erfolgreich. Hier kommen die Schweine hochgefahren. Alter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. War voll. War auf jeden Fall voll.
war gerade in der Bar und habe da einen Kaffee getrunken. Und dann ist diese Jagdgesellschaft da eingeritten. Richtig viele Leute. Und in dem einen Laden, in dem ich gefragt habe, ob die ein Zimmer haben, sind sie ausgebucht. Ich denke, dass diese Jagdleute da drin sind. Mhm. Jetzt hoffe ich, dass ich hier irgendwie gleich mal reinkomme, aber es ist niemand dort. Ich hoffe, dass jemand auftaucht. Ich warte noch bis so 4:30. Und wenn es nicht klappt, denke ich mir was Neues aus. Wetter ist mäßig. Wir haben Berge, wir haben Wolken. Zwischendurch haben wir auch Regen. Aber nichts Dramatisches bisher. Kam gerade ein Mann vorbei, den habe ich gefragt. Und er meinte, später sei hier jemand. Aber er konnte mir jetzt nicht sagen, wann. Es ist so ein bisschen eine Wette, ne? Bleibe ich hier und warte, bis jemand auftaucht. Weiß aber nicht, wann. Und dann kommt keiner. Oder hau ich ab und suche mir den geschütztesten Ort, den ich da draußen finden kann. Hier ist keiner aufgetaucht. Ist jetzt 18 Uhr. Und ich fülle jetzt hier oben am Wasserhahn nochmal Wasser auf. Und dann laufe ich raus. Ich kann hier nicht länger warten und Zeit verschwenden. In der Hoffnung, dass wer kommt. Ich bin jetzt durch den ganzen Ort gelaufen. Hab ein paar Leute angesprochen, aber niemanden gefunden, der mir was vermietet. Die Wetterlage ist folgende. Es gibt keinen Regen wohl, aber Orkan. Das heißt, ich suche mir jetzt irgendein Plätzchen. Möglichst zügig, weil ich jetzt natürlich die ganze Zeit auch hier gewartet, wo ich mein Tarp aufstellen kann. Und ich hoffe dann, dass es nur halb so wild wird. Das erste Plätzchen, was gemütlich aussieht, nehme ich. Okay, das ist meine Idee für heute Nacht. Hier bleibe ich. Ja, ich Berge im Hintergrund, die ich so ein bisschen schützen. Der Tarp ist relativ niedrig aufgestellt. Da oben ist der Ort. Sie sehen mich schwerlich hier hinter dem Baum und es ist hier so eine Oliventerrasse. Hab schon weiter oben geguckt, aber da kriege ich keinen waagerechten Untergrund. Genau, hier bleibe ich. Bisher geht es im Wind. Vielleicht wird es ja auch gar nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Schauen wir mal. Apos kochen. Ich habe Hunger. Richtig Hunger. Ich koche jetzt. Und dann lege ich mich hier hin und schlafe. Und es kommt kein Lüftlein. Okay, Wasser kocht. Ein Hering hat schon ausgerissen. Na, jetzt zwei Steine hingestellt. Ich habe neue Hering. Wollte ich mal ausprobieren. Das ist genau die richtige Nacht, um zu gucken, ob das klappt. Diese Warterei hier, dass da jemand auftaucht, um mir ein Zimmer zu geben, das hätte echt nicht sein müssen. Ja, ich habe da auch eine SMS hingeschickt. Vor 3 Minuten kam eine Antwort. Nee, ich bin nicht im Haus. Naja gut, die hätte ich vielleicht vor 2-3 Stunden haben wollen. Ich mache mal Essen und dann melde ich mich nochmal. Okay, ich habe was gegessen. In der Zwischenzeit hat mir nochmal 2 Heringe rausgerissen. Und dann habe ich hier ein bisschen gebuddelt und die Schnüre an Wurzeln gebunden.
Und es klappt jetzt hier im Grunde bis auf hier oben am Kopf am Boden festgemacht. Und mehr als liegen ist jetzt gerade nicht möglich. Ja, ich hoffe, dass ich durch die Nacht komme, nicht hier zwischendurch alles abreißen muss. Zumindest regnet es nicht. Das ist das Gute am heutigen Tag. Das Schlechte am heutigen Tag ist, dass ich so lange gewartet habe, bis da jemand auftaucht und ich dann nicht so lange Zeit hatte, jetzt was Besseres zu finden als das hier. Und dass ich auf diesen Typen gehört habe, der mir gesagt hat, ja, später kommt wer. Es gibt Leute, die sagen dir eher, ja, der Bus kommt später, als dass sie dir sagen, nö, hier fährt überhaupt kein Bus. Und er kann ja nicht mit jemandem gesprochen haben, der ihm gesagt hat, später kommt wer, weil ich habe ja eine Antwort erhalten, dass die Person nicht im Haus ist und da auch niemand auftaucht. Da hätte ich kritischer sein müssen, da hätte ich sofort losgehen sollen. Das ist nicht so gut gelaufen. Gut, jetzt bin ich hier im Grunde gut verpackt. Ich warte jetzt ein, zwei Böen ab, bevor ich die Schuhe ausziehe, weil vielleicht muss ich nochmal aufstehen und irgendwas wieder einfangen, was hier wegfliegt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann.